Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Am 2. September soll ein fettes Update kommen. Natürlich nicht offiziell bestätigt. Es sind Gerüchte, Leaks, wie auch immer. Drei Sachen an der Zahl könnten Inhalt sein. Ich gehe nicht davon aus, dass alle drei Sachen mit einmal drin sind, sondern eins von diesen dreien. Wir fangen einfach mal mit dem Modus Gun Game an, wobei ich hier aber denke, dass es genau dieser Modus jetzt noch nicht sein wird. Ich sage euch erstmal, was Gun Game ist. Wir starten mit einer Waffe, 16 an der Zahl sind es, glaube ich, insgesamt. Wir machen einen Kill, danach wechselst du sofort auf die nächste Waffe. In der mobilen Version konnte man diesen Modus schon zocken, der ist ultra geil. Selbst noch nicht gespielt, ich habe mir nur Gameplay reingezogen, auf jeden Fall. Sieht's mega geil aus, du zockst auf den Arena-Maps und wenn du zum Schluss alle Waffen durch hast, es sind nicht alle Waffen aus dem gesamten Arsenal, irgendwann nach 14, 15, 16 Waffen musst du Nahkampfangriff Kills machen. Ich glaube 3 an der Zahl, um nachher zum Schluss das Spiel zu gewinnen, ganz sicher bin ich mir da aber nicht, weil ich es wirklich nie gezockt habe, aber wenn du bei den Fäusten angekommen bist, bewegst du dich deutlich schneller und so ist es nicht ganz so problematisch, da noch einen Kill zu machen. Das nächste, was hoch im Kurs ist, Next-Gen-Update Nummer 2, 120 FPS für die neue Xbox, für die PS5 und das dritte im Bunde, was es sein könnte, ist tatsächlich Cross-Progression. Ich weiß, wir können es wahrscheinlich alle nicht mehr hören, wie oft das schon angekündigt wurde und dann doch wieder nicht. Das ist alles nichts Offizielles, nichts bestätigt. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht der Gun-Game-Modus sein wird, denn der soll nämlich im Collection-Event von Season 14 der Spielmodus sein. Das heißt, wir kriegen wieder ein Collection-Event mit einem Erbstück, 24 Skins und so weiter. Aktuell ist noch immer nicht klar, ob Loba das Erbstück bekommt. Es könnte tatsächlich auch sein, dass es Fuse ist. Aktuell ist das alles noch nicht so ganz sicher. Und ich gehe davon aus, dass der Gun-Game-Modus in diesem Collection-Event stattfinden wird. Quasi ein Limited-Time-Modus. Also können wir eventuell davon ausgehen, dass wir am 2. September mit diesem fetten Update entweder Cross-Progression bekommen oder das 120 FPS-Update. Das wäre natürlich mal eine richtig feine Sache. Wie gesagt, genießt es mit Vorsicht. Wir müssen uns mal überraschen lassen. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass unter den Kommentaren viel in Sachen Cross-Progression geschrieben wird, dass es wahrscheinlich eh nicht kommt und so weiter und so fort. Ich verstehe den Frust. Ich warte auch schon sehr, sehr lange. Es war eigentlich für Ende 2021 angekündigt. Und jetzt sind wir hier schon ganz, ganz weit im Jahr 2022 fortgeschritten. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Sobald ich mehr Informationen diesbezüglich habe, halte ich euch wie immer auf dem Laufenden. Das war es schon wieder von mir. Und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.